EA Productions. EA Productions liest norwegische Volksmärchen von Peter Christen Asbjørnsen und Jürgen Moe. Heute Åse, das kleine Gänsemädchen. Es war einmal ein König, der hatte so viele Gänse, dass er eigens eine Dirn halten musste, sie zu hüten. Diese Dirn hieß Åse, und darum nannten die Leute sie Åse, das Gänsemädchen. Nun traf es sich, dass der Königssohn von England aufs Freien ausreiste. Dem setzte Åse sich in den Weg. »Was sitzest du da, du kleine Åse?« sagte der Königssohn. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen«, sagte Åse. »Denn ich warte auf den Königssohn von England.« »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Prinz. »Wenn ich ihn haben soll, dann werde ich ihn wohl kriegen«, sagte die kleine Åse. Es wurden nun Maler ausgesandt nach allen Ländern und Reichen. Die sollten die schönsten Prinzessinnen abmalen. Und dann wollte der Königssohn sich eine zur Gemahlin aussuchen. Eine von ihnen gefiel ihm auch so gut, dass er sogleich zu ihr reiste und sie freite. Sie sagte auch ja und ward seine Braut, und darüber war der Prinz außerordentlich vergnügt. Nun hatte aber der Prinz einen Stein, und wenn er den vor sein Bett hinlegte, sagte der ihm alles, worüber er ihn befragte. Als daher die Prinzessin angereist kam, sagte Åse, das Gänsemädchen, zu ihr, wenn sie schon früher einen Liebsten gehabt hätte oder sich wegen einer gewissen Sache, wovon der Prinz nichts wissen solle, etwa nicht frei fühle, so müsse sie sich in Acht nehmen, dass sie nicht über den Stein trete, den der Prinz vor sein Bett hingelegt hätte, denn der sage ihm alles. Als die Prinzessin das hörte, ward sie sehr Angst und bat die kleine Åse, dass sie sich am Abend an ihrer Stelle zu dem Prinzen ins Bett legen möchte. Und wenn er dann eingeschlafen sei, wollte sie wieder umtauschen, so dass am Morgen, wenn es hell würde, die Rechte bei sich hätte. Das taten sie denn auch. Als Åse, das Gänsemädchen, über den Stein trat, fragte der Prinz, »Wer ist es, der in meinem Bett steigt?« »Reine und keusche Jungfrau«, sagte der Stein, und darauf legten sie sich schlafen. In der Nacht aber kam die Prinzessin und legte sich an Åses Stelle. Als sie aber am anderen Morgen aufstanden, fragte der Prinz den Stein wieder. »Wer ist es, der aus meinem Bett steigt?« »Eine, die schon drei Kinder gehabt hat«, sagte der Stein. Wie der Prinz das hörte, wollte er sie nicht haben, sondern schickte sie wieder nach Hause und nahm sich eine andere Braut. Als er nun die neue Braut besuchen wollte, hatte Åse, das kleine Gänsemädchen, sich wieder vor ihm in den Weg hingesetzt. »Was sitzest du hier, du kleine Åse?« sagte der Prinz. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen, denn ich warte auf den Königssohn von England«, sagte Åse. »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Königssohn. »Wenn ich ihn haben will, dann werde ich ihn wohl kriegen«, sagte Åse. Mit dieser Prinzessin ging es nun ebenso wie mit der vorigen, nur mit dem Unterschied, dass der Stein, als sie am Morgen aufstand, sagte, sie hätte schon sechs Kinder gehabt. Nun wollte der Prinz auch sie nicht haben, sondern jagte sie wieder aus dem Hause. Aber einmal, meint er, wollte es doch noch versuchen, ob er nicht eine finden könne, die noch eine reine und keusche Jungfrau sei. Er reiste nun weit umher durch viele Länder, bis er endlich eine fand, die er leiden mochte. Als er sie darauf einmal besuchte, hatte Åse, das Gänsemädchen, sich wieder in den Weg hingesetzt. »Was sitzest du hier, du kleine Åse?« fragte der Prinz. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen, denn ich warte auf den Königssohn von England«, sagte Åse. »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Prinz. »Wenn ich ihn haben will, dann werde ich ihn wohl kriegen«, versetzte die kleine Åse. Als die Prinzessin ankam, sagte Åse, das Gänsemädchen, zu ihr ebenso wie zu den beiden Ersten, wenn sie schon einen Liebsten gehabt hätte oder sonst etwas im Wege wäre, das der Prinz nicht wissen solle, so müsse sie nicht über den Stein treten, den der Prinz vor sein Bett hingelegt hätte, denn der sage ihm alles. Wie die Prinzessin das hörte, ward sie sehr ängstlich, aber sie war ebenso verschlagen wie die beiden anderen und bat Åse, dass sie sich am Abend an ihrer Stelle zu dem Prinzen ins Bett legen möchte,
Und wenn er eingeschlafen sei, wollten sie wieder umtauschen, so dass er am Morgen, wenn's hell würde, die Rechte bei sich hätte. Das taten sie denn auch. Als Ose, das Gänsemädchen, über den Stein trat, fragte der Prinz wieder: »Wer ist es denn, mein Bett steigt?« »Reine und keusche Jungfrau«, sagte der Stein, und darauf legten sie sich schlafen. In der Nacht aber steckte der Prinz einen Ring an Oses Finger, der war aber so drange, dass sie ihn nicht wieder abkriegen konnte, denn der Prinz hatte nachgerade wohl gemerkt, dass es nicht ganz richtig zuging, und darum wollte er ein Zeichen haben, woran er die Rechte wieder erkennen könnte. Als der Prinz eingeschlafen war, kam die Prinzessin und jagte Ose in den Gänsestall und legte sich selbst an ihre Stelle ins Bett. Wie sie nun am Morgen aufstanden und der Prinz fragte: »Wer ist es, der aus meinem Bett steigt?«, sagte der Stein wieder: »Eine, die schon 3 Kinder gehabt hat.« Und als der Prinz das hörte, ward er so böse, dass er sie augenblicklich aus dem Hause jagte. Darauf fragte er den Stein, wie es denn mit diesen 3 Prinzessinnen zusammenhinge, die über ihn gestiegen wären. Da erzählte ihm der Stein, wie die Sache sich verhielt und dass die Prinzessinnen ihn betrogen und Ose, das kleine Gänsemädchen, an ihre Stelle gelegt hätten. Das wollte der Prinz erst nicht glauben und ging daher aufs Feld, wo Ose saß und die Gänse hütete, denn er wollte sehen, ob sie wohl den Ring hatte. »Hat sie den, so ist es wohl am besten, dass ich sie zur Gemahlin nehme«, dachte er. Als er nun zu ihr aufs Feld kam, sah er, dass sie einen Lappen um ihren Finger gebunden hatte. Er fragte sie, warum sie das getan hätte. »Ach«, sagte sie, »ich habe mich so arg geschnitten.« Der Prinz wollte nun durchaus den Finger sehen, aber Ose wollte den Lappen nicht abnehmen. Da ergriff er ihren Finger und hielt ihn fest, und wie Ose ihn zurückziehen wollte, ging der Lappen ab, und nun erkannte der Prinz sogleich seinen Ring. Da nahm er sie mit sich aufs Schloss und gab ihr viele schöne Kleider und herrlichen Schmuck, und darauf hielten sie Hochzeit. So bekam nun Ose, das kleine Gänsemädchen, den Königssohn von England, bloß weil es so bestimmt war, dass sie ihn haben sollte. Ich, ey, boah.